Der FC Energie Cottbus ist zu Gast bei Hertha 03 Zehlendorf. Für Energie ist es der letzte Test, bevor die Mission Aufstieg in der Regionalliga Nordost weitergeht. Diese Mission bestreiten sie mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie. Sebastian Abt, der ehemalige U17-Coach der Lausitzer, beerbt Klaus-Dieter Wollitz, der den Verein Ende 2019 aufgrund von fehlendem Vertrauen verlassen hat. Und auch auf der Gegenseite nimmt ein neuer Mann Platz. Simon Rösner bestreitet sein erstes Spiel für Hertha 03, nachdem Marco Schatte in die Position des sportlichen Leiters gewechselt ist. Diese Änderung sollte eigentlich erst zur neuen Saison erfolgen, doch nach dem plötzlichen Tod von Teamleiter Jürgen Hain ist man diesen Schritt bereits jetzt gegangen. Energie in den roten Trikots und das Bestreben, auch den dritten Test unter Abt zu gewinnen. Pruschinski mit der ersten Torannäherung für den Tabellenführer der Regionalliga Nordost. Die Lausitzer sind zunächst die aktivere Mannschaft in dieser Partie. Florian Brügmann, der Neuzugang aus Duisburg, überläuft die Abwehr. In der Mitte steht sein Bruder Felix, doch die Flanke findet den Kopf von Pruschinski. Ein Klassikopfball, aber eine starke Parade von Philipp Sprint, dem Schlussmann des Tabellenvierten der NUFV Oberliga Nord. Mit nur 17 kassierten Gegentoren gehört die Abwehr von Hertha 03 zu einer der besten der Liga. Und auch die Offensive der Blauen kommt so langsam in Fahrt. Rohana leitet den Angriff über Hortum ein. Der sieht Chinar an der Seitenlinie. Auf engem Raum versucht er ins 1 gegen 1 zu gehen. Verliert dann den Ball. Der gewinnt ordentlich an Höhe. Hortum und Erbeck kämpfen um die Gunst des Balles. Erbeck ist dabei zu ungestüm und verursacht einen Elfmeter. Kai Kaltwasser entscheidet sofort und lässt sich auf keine Diskussionen ein. Es gibt einen Kontakt von Erbeck an Hortum, der ihn zu Boden fallen lässt. Die richtige Entscheidung. Sebastian Huke macht sich bereit gegen Toni Stahl und der Routinier ist ganz sicher 1:0 für Hertha 03 Zehlendorf. Huke schickt den jungen Torhüter in die falsche Ecke und lässt ihm keine Chance. Somit geht Simon Rösner in seinem ersten Spiel als Hertha-Trainer mit einer Pausenführung in die Kabine. Halbzeit Nummer 2 auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld. In einer Woche soll für Cottbus die Regionalliga gegen Rot-Weiß Erfurt weitergehen. Doch das Insolvenzverfahren gegen die Thüringer könnte den Rückrundenstart für die Lausitzer verzögern. Die sind auf dem Vormarsch über Florian Brügmann. Doch der Kapitän in Blau schreitet zur Rettungstat. Robert Schröder klärt den Ball im letzten Moment über die Latte. Seine Mitspieler bedanken sich bei ihrem Capitano. Sebastian Abt, dick eingepackt in der Berliner Kälte, beäugt die Partie kritisch. Seine Mannschaft hat erwartungsgemäß mehr vom Spiel, aber auf der Anzeige steht weiterhin ein 1:0 für die Truppe von Simon Rösner. Beide Trainer nehmen, wie es für ein Vorbereitungsspiel üblich ist, einige Wechsel vor. So kommt bei Energie Abdulkadir Beyazid auf den Platz. Der hat bereits 2014 bei Viktoria Berlin unter Rösner gespielt und bringt hier seinen Ex-Trainer fast um die Führung. Eine starke Flanke von Florian Brügmann. Der Kopfball von Beyazid ebenfalls stark, aber über das Tor. Der nächste Vormarsch von Energie Cottbus. Der Ball gelangt über die linke Seite ins Zentrum zu Beyazid. Der setzt zum Dribbling, anschließt dann selber ab Sprint, pariert der Ball immer noch heiß. Die große Chance für Raak, das muss der Ausgleich sein. Doch er kommt eine Sekunde zu spät und stolpert gegen den Pfosten, nachdem Geburtstagskind Hoppe ihn in Szene setzt. In dieser Situation gibt es für beide nichts zu feiern. Der Schiedsrichter verteilt ebenfalls keine Geschenke, sondern Karten. Niklas Erbeck erlebt einen gebrauchten Tag, erst den Elfmeter verursacht und in der 74. Minute sieht er nach dieser Grätsche gelb-rot. Hertha 03 für 16 Minuten in Überzahl und kaum sind sie einer mehr, trauen sie sich mehr zu. Eventuell trauen sie sich etwas viel zu. Ein katastrophaler Fehlpass von Wegener. Yildirim ist auf und davon, aber Philipp Sprint macht seinen Namen alle Ehre und hilft in der Verteidigung aus. Eine wichtige Aktion. Hertha bleibt weiterhin im Ballbesitz und versucht es über die rechte Seite. Sie spielen es direkt. Cottbus kommt nicht hinterher. Hierig mit dem Pass auf Lux, der aus der Distanz 2:0 für Hertha 03 Zehlendorf. Ein super ausgespielter Konter überlistet Jan Klinker, der als Ersatz für Lennart Moser von Nordhausen kommt. Moser, ursprünglich ausgeliehen von Union Berlin, wechselte auf Wunsch des Bundesligisten zu Cercle Brügge nach Belgien. Energie wurde für diese Umstände entschädigt und hat mit dem 30-jährigen Klinker eine erfahrene Option neben dem jungen Toni Stahl. In dieser Situation muss er hinter sich greifen. Der Platzverweis hat Energie schwer zugesetzt. Nur wenige Minuten später kommt Zehlendorf erneut. Stüwe tunnelt die Verteidigung. Jason Rupp ist durch, nimmt Maß und donnert den Ball gegen den Pfosten. Glück für Energie. Jason Rupp, der Neuzugang, zusammen mit Yasser Cancina von Union Fürstenwalde nach Zehlendorf gekommen, zeigt direkt seinen Torinstinkt, wenn auch der Pfosten ihn zunächst am Treffer hindert. Cottbus steht nur noch hinten drin. Hertha 03 erneut auf dem Weg Richtung Klinkerkasten. Hierig sieht in der Mitte Jason Rupp und dieses Mal klappt es.
das erste Tor für den Jungen aus der Rostocker Jugend im blau-weißen Trikot. 79. Minute. Das Ergebnis nimmt eindeutige Züge an. Energie 0, Hertha 03. 3. Cottbus ist konsterniert und im Spielaufbau unaufmerksam. Rangelow auf Rag, der Ball rutscht ihn über den Schlappen und in den Lauf von Wawel. Der sieht Jason Rupp auf der rechten Seite. Der Torschütze versucht sich als Vorbereiter für Gevorgyan. Da hat nicht viel gefehlt zum 4:0. Stattdessen bleibt es beim 3:0 für Hertha 03. Ein großer Dämpfer für Sebastian Abt und Energie Cottbus vor dem Start in die Rückrunde. Trotzdem ist das Ergebnis auch in der Höhe verdient. Nach dem Platzverweis hat Hertha 03 das Spiel dominiert. Simon Rösner beschränkt seinen Anteil an diesem Sieg auf ein Minimum. Von der Trainerbank ans Mikrofon zu Marcel Colata. Ich glaube, dass es jetzt nicht an dem Spiel groß was verändert hat, dass jetzt ein neuer Name da oben auf der Liste stand über der Mannschaftsaufstellung, sondern es war jetzt halt die erste Trainingswoche eine Arbeit da draus. Wir haben ja gemeinsame Ideen entwickelt, die wir dann letztendlich auch zu dritt umsetzen wollten. Nun gibt es hier eine neue Ausrichtung und schöner Start für uns. Ja, und trotz dessen Testspiel halt. Wir bleiben auf dem Boden, aber nehmen die Sachen, die heute positiv waren, natürlich auch gerne mit und freuen uns darüber. Es bleibt weiterhin spannend, wie die neuen Trainer in Berlin und der Lausitz die sportlichen Geschicke beeinflussen. Insbesondere für Cottbus wird es ernst das Ziel, der Aufstieg in die dritte Liga. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.